Morgen zusammen. Mein Name ist Markus Böhm, pädagogischer Mitarbeiter beim Bildungswerk im Beratungszentrum Montabaur. Und ja, seit 20 Jahren leite ich Motorradtouren beim Bildungswerk. Und deshalb werden wir uns heute auch dem Thema der Assistenzsysteme im Motorrad widmen. Und bevor wir mit der Sendung anfangen, vielleicht noch die Bitte an die Zuschauer, dass Fragen direkt in den Chat gestellt werden können, damit man da vielleicht auch noch in einen regen Austausch kommt. Fangen wir mal an mit unserem Thema. Und zwar geht es da um die Motorradassistenzsysteme. Ja, die erste Frage ist, warum ich über dieses Thema heute sprechen möchte. Und die Antwort liegt nahe. Wer schon mal bei den Touren des Bildungswerkes dabei war, der weiß, dass außer dem Spaß, der natürlich immer dabei sein sollte und was wir auch, glaube ich, ganz gut hinbekommen, das Thema Sicherheit bei uns schon von Beginn an, also seit 20 Jahren, eine herausragende Rolle spielt. Und da gehören moderne Systeme auf jeden Fall dazu. Für wen ist die Sendung heute gedacht? Das ist ganz einfach für Leute, die sich dafür interessieren, die grundsätzlich sich oder sensibilisiert sind für dieses Thema. Das ist auch nochmal mein Anliegen, also gerade so für dieses Thema sensibel zu machen. Und zum anderen für alle Bikerinnen und Biker, die jetzt kurz davor stehen, sich vielleicht eine neue oder eine gebrauchte Maschine zu kaufen, dass man da eventuell noch ein paar Gedanken mitteilen kann oder auch ein paar nützliche Infos geben kann. Ja, die Informationen, die ich gleich zum Besten geben werde, habe ich durch Recherche im Internet, denn im Grunde habe ich bei dem Thema nicht mehr Wissen als die vielen Biker und Bikerinnen, die überall unterwegs sind. Und durch die vielen Gespräche, die ich während den Touren mit Motorradfahrern und Fahrerinnen führe, da ist auch immer wieder mal Thema, diese Assistenzsysteme, die der eine oder die andere im Motorrad hat, habe ich natürlich auch ein hohes Interesse an diesem Thema. Und man kann, und das habe ich im Vorfeld dieser Sendung auch gemacht, in Fachzeitschriften und im Internet ganz, ganz tolle und aktuelle Informationen zusammenbekommen. Und so habe ich halt im Laufe der Zeit mein Wissen und vor allem mein Verständnis für die Systeme erweitert. Und dabei habe ich auch versucht, und das ist vielleicht nochmal so ein Hinweis, wenn man selbst recherchiert im Internet, dass man bei den Werbefilmen einzelner Firmen immer noch mal ein bisschen auch ein kritisches Auge haben muss, ob das denn alles sinnvoll ist, ob man das alles braucht, weil die natürlich von ihren Systemen überzeugt sind und auch den potenziellen Kunden davon überzeugen möchten Motorräder auszuwählen, die halt möglichst viele dieser Systeme haben. Wichtig ist da der Punkt, nicht alles, was technisch machbar ist, macht immer auch für jeden Sinn. Ein weiteres super Medium ist YouTube. Dort kann man ganz hervorragende Videos sehen, die diese Systeme nochmal veranschaulichen. Und da gibt es natürlich auch Videos von den Firmen, die Systeme herstellen, aber auch Videos von Organisationen, wie es der ADAC zum Beispiel ist, oder andere Organisationen, die sich mit dem Thema Zweiradsicherheit beschäftigen. Und da kriegt man nochmal etwas objektivere oder ein bisschen gefiltertere Videos zu diesem Thema. Also da ist eine Hülle und Fülle, einfach Suchbefehle eingeben. Und dann klappt das und man bekommt ganz, ganz viele verschiedene Filme. Ja, wie stelle ich die Ergebnisse meiner Recherche vor?
Die bekanntesten Systeme werden kurz benannt und die Funktionsweise inklusive den Nutzen für die Sicherheit beschrieben. Und ja, dann gelten die Aussagen pauschal für alle Bikerinnen und Motorräder. Zu diesem Punkt werden wir auch noch kommen. Und von daher ist es halt wichtig, darüber nachzudenken, was bin ich für ein Motorradtyp und was habe ich für einen eigenen Fahrstil und vor allem in welchem Bereich setze ich denn mein Motorrad überhaupt ein. Und von daher wird immer auch nochmal bei den einzelnen Systemen auf solche Begleiterscheinungen hingewiesen. Ja, fangen wir mal an mit dem Antiblockiersystem, wobei man da zwei Kategorien unterscheiden kann. Und das ist zum einen das Standard-ABS und zum anderen das etwas neuere Kurven-ABS. Zu dem Kurven-ABS kommen wir etwas später, aber noch ein Punkt zu dieser Auflistung dieser Systeme. Man kann grundsätzlich die Systeme unterscheiden. In einem Fall sind es die Systeme, die der Sicherheit dienen und in dem anderen Falle sind es Systeme, die so eher den Komfort verbessern. Die klassischen Sicherheitsthema ist, wie schon angesprochen, das ABS und dann mit Sicherheit noch das Kurven-ABS und die Traktionskontrolle. Ja, Kurvenfahren, am Gas hängen und aus der Schräglage hinaus beschleunigen. Darum fahren wir Motorrad. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man in so Situationen, sprich in der Schräglage, eine Schreck- oder Schockbremsung hinlegen muss, dann ist es zwangsläufig so, das gibt uns die Physik vor, dass sich das Motorrad plötzlich aufrichtet und in Richtung Gegenverkehr oder halt in Richtung Straßengraben fährt. Oder aber es kann passieren, dass die Reifen keinen Grip mehr haben und das Motorrad abschmiert. Und dann kann halt so ein kurventaugliches Antiblockiersystem helfen. Und wie gesagt, diesem Thema möchte ich mich am Ende des kurzen Vortrags noch ein bisschen mehr widmen. Bei dem herkömmlichen ABS, das es, ich glaube, mittlerweile schon fast seit 30 Jahren gibt, da ist es so, dass diese Funktion in der Geradeausfahrt super funktioniert. Es ist auch so, dass seit 2017 bei allen neu zugelassenen Motorrädern dieses ABS, dieses normale ABS Pflicht ist. Und wie kann man sich das vorstellen? Wenn ich auf Sand bremse, auf nassem Laub oder zum Beispiel an einer Tankstelle der vorherige Kunde etwas seinen Tank etwas zu voll gemacht hat und übergelaufenes Benzin oder noch Ölflecken da sind und ich komme da mit meinem Motorrad hin, bin zwar langsam, ziehe aber an der Vorderradbremse, die blockiert dann auf Öl relativ schnell und wenn es dann ein bisschen der Lenker eingeschlagen ist, dann schmiert mir das Motorrad ab und es sind meistens irgendwelche Kleinteile am Motorrad kaputt und das ist dann mehr als ärgerlich und von daher ist es in diesen Situationen schon sehr, sehr hilfreich, wenn man ein ganz normales ABS hat. Ist mir selbst auch schon passiert, dass ich in der Ortschaft unkonzentriert war und vor mir hat jemand an der Abbiegung angehalten. Ich habe das zu spät gesehen, mich erschrocken und dann instinktiv die Bremse zugeknallt und dann merkt man dann auch, wie der Regel Bereich dieses ABS funktioniert, also man hat dann so ein kleines Ruckeln in der Hand und dadurch wird die Bremse kurz wieder geöffnet und das Motorrad bzw. das Vorderrad in dem Fall bleibt halt lenkbar und das ist ganz, ganz wichtig, um da eine Ausweichbewegung machen zu können. Ja, der Sicherheitsgewinn ist enorm und es ist sicher bei jedem Bike wünschenswert, dass es so ein Antiblockiersystem gibt. Es gibt an den Stammtischen und auch in sonstigen Bereichen immer noch Fahrer und Fahrerinnen, die behaupten, dass sie
so gut Motorrad fahren und so gut bremsen können, dass sie dieses System nicht brauchen, sondern dass sie bessere Werte erreichen. Und das ist zu fast 100% ein Irrglaube. Also vielleicht schaffen es Motorradprofis unter bestimmten Voraussetzungen besser zu agieren als die Technik, also zum Beispiel bei einer Bremsung, bei einer Verzögerung, also was die Länge des Anhalteweges anbelangt. Aber dann sind das optimale Bedingungen, der oder die Fahrerin ist darauf vorbereitet, absolut darauf konzentriert. Wir reden aber hier von dem Alltagsfahrer, wo wir, ich sag mal, 8 Stunden am Tag vielleicht bei einer Tour auf dem Motorrad sitzen, ganz, ganz vielen Situationen ausgesetzt sind und nicht immer die absolut volle Konzentration beibehalten können, nicht immer den absolut perfekten Straßenbelag haben und dann halt dementsprechend auch noch mit Gegenverkehr rechnen müssen. Und für diese Fälle ist die Technik einfach unschlagbar. Und von daher ist das ein ganz, ganz tolles System und wie gesagt, sollte nach meiner Meinung in jedem Motorrad drin sein. Der nächste Punkt ist das Verhindern von Überschlägen, die sogenannte Stoppie-Kontrolle oder Stoppie-Control. Und da geht es darum, dass sich das Hinterrad bei einer Vollbremsung nicht zu sehr vom Boden abhebt. Also es kann durchaus sein, je nach Geschwindigkeit, Fahrzeugtyp und Intensität der Bremsung, dass das Motorrad hinten, also das Hinterrad abhebt. Und je nachdem, wie weit das abhebt, kann es im schlimmsten Falle auch dazu führen, dass das Hinterrad das Vorderrad sozusagen überholt, sprich, dass man vorne überschlägt und es dann logischerweise zu einem Sturz kommt. Und dieses System regelt das, den Bremsdruck so, dass sobald sich das Hinterrad abhebt, die Bremsung etwas abgeschwächt wird und dadurch das Rad wieder auf den Boden kommt. Und dieses System ist auch in guten ABS-Systemen manchmal integriert, also dass man das dann nicht extra ordern muss. Und es macht mit Sicherheit auf einem Sportler, also einer Sportmaschine mit einem kürzeren Fahrtstand, relativ großen und starken Bremsen mehr Sinn als auf einem langgezogenen Shopper. Die Wirkung auf die Sicherheit ist ebenfalls hoch, allerdings nicht mit dem ABS zu vergleichen, weil man das Bremsen ohne Überschlag viel besser, zum Beispiel bei einem Sicherheitstraining und danach auch bei ständigen Wiederholen auf, ich sag mal, Parkplätzen oder sonstigen abgesperrten Strecken, dass man das dort trainieren kann. Nächstes System ist das Kombi- oder Integralbremssystem und das gibt es bei manchen Bikes schon sehr, sehr lange und sorgt dafür, dass bei Betätigung der Vorder- oder Hinterradbremse jeweils auch das andere Rad noch mitgebremst wird. Und das kann für kürzere Bremswege und für eine bessere Stabilität des Motorrads sorgen, auch für eine geringere Aufstellneigung sorgen, also wenn man in Schräglage ist, und dient somit ebenfalls der Sicherheit. Und die Vorteile dieses Bremssystems ergeben sich dabei fast unabhängig vom Motorradtyp. Also da kann man jetzt nicht sagen, ist eher bei einem Sportler als bei einem Shopper angesagt. Also das ist ein System, was typübergreifend sehr, sehr sinnvoll ist. Der nächste Punkt ist die Wheelie-Kontrolle. Da ist es so, dass sicher viele von der Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen früher versucht haben, mal einen Wheelie hinzubekommen, sprich möglichst eine Strecke nur auf dem Hinterrad zu fahren. Und das war auch eine super Übung, um die Koordination zu schulen. Wenn man nur ein Motorrad hat, konnte es allerdings dazu führen, dass bei einem Missgeschick das Motorrad dann doch für einige Tage in die Werkstatt musste und man leider dann nicht fahren konnte. Und bei der Wheelie-Kontrolle ist es ähnlich wie bei dem Stoppie, dass kurze Motorräder mit viel PS, kurzer Übersetzung und einen Fahrer, der vielleicht nicht ganz so konzentriert ist und die Kupplung etwas schnell kommen lässt und relativ stark am Gas zieht, dass es dazu durchaus kommen kann, dass das Vorderrad hochgeht und zwar ruckartig hochgeht und dass
durchläuft und dann ist ein Sturz ebenfalls die Folge. Und der nächste Punkt ist dann die Traktionskontrolle oder auch Schlupfkontrolle genannt. Da gilt so mehr oder weniger das Gleiche wie beim ABS. Es gibt sie als Standard und auch als kurventaugliche Variante. Sie soll einfach verhindern, dass das Antriebsrad sich durchdreht, sprich die Haftung verliert und je nach Variante nur bei gerader Ausfahrt oder auch bei einer Kurvenfahrt, also in Schräglage, das sind dann die moderneren Traktionskontrollen. Und es ist aber so, während ich im Gegensatz zu einer Vollbremsung mit ABS diesen Schreckmoment mit berücksichtigen muss, passiert das in Bezug auf die Traktionskontrolle eher selten. Also dass ich vor Schreck das Gas voll aufziehe, ist eher unwahrscheinlich. Und von daher ist der Sicherheitsgewinn mit Sicherheit etwas niedriger als beim ABS. Viele Motorräder haben dieses System aber. Und wenn man jetzt sagen wir, gezielt danach gucken will, ist dann die Frage, ob ich bei einem Motorrad, was 50 PS oder weniger hat, so eine Kontrolle benötige, weil aufgrund der doch geringen Leistung ist es relativ selten, dass man es schafft, ohne es absichtlich zu machen, das Hinterrad beim Beschleunigen zum Durchziehen zu bringen, Durchdrehen zu bringen. Ja, dann haben wir noch die Anti-Hopping-Kupplung oder die Motor-Bremsmoment-Kontrolle, ein sehr schwieriges Wort, bedeutet aber nichts anderes, dass beim extremen Runterschalten oder halt beim extremen Gas wegnehmen, wobei das halt eher seltener ist, das Hinterrad blockieren kann. Zum Beispiel bei einem starken Anbremsen vor einer engen Kurve, wo ich dann auf jeden Fall versuche, noch zweimal runterzuschalten und den richtigen Gang der Kurve zu haben. Und da sind diese Systeme hilfreich und es wird wahrscheinlich auch eher bei sportlicher Fahrweise vorkommen. Und von daher ist der Sicherheitsgewinn, wenn man über die ganze Bandbreite der verschiedenen Fahrweisen guckt, doch, er ist da, aber ist nicht ganz so stark wie bei den vorher genannten Systemen. Ja, die nächsten Systeme sind dann eher Helferlein, die den Komfort des Fahrers verbessern und vielleicht noch so ein bisschen die Ergonomie. Und da fangen wir mal an mit dem Tempomat, so wie beim Auto auch. Man kann eine Geschwindigkeit einstellen und kann dann zum Beispiel, wenn man auf der Autobahn eine längere Überführungsetappe macht, was Motorradfahrer normalerweise nicht so gerne anstreben, aber wenn halt eine bestimmte Strecke an einem Tag überwunden werden muss, kann es durchaus schon mal das Mittel der Wahl sein, auf die Bahn zu gehen. Und da ist es halt so, wenn man jetzt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von, ich sage jetzt mal 130 fahren möchte und hat die ganze Zeit den Gasgriff, die Hand muss ja da geschlossen bleiben, um diese Geschwindigkeit dann zu halten. Das kann schon nach einer Stunde oder so dazu führen, dass man ein ungutes Gefühl im Unterarm bekommt. Und da ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn man durch den Tempomat diese Geschwindigkeit eingestellt hat und kann die rechte Hand auch mal ein bisschen lockern und nur lose auf den Griff legen und hat dann mit der linken Hand noch ein bisschen mehr Gewalt über den Lenker, also von daher ist das schon eine angenehme Sache. Dann haben wir das Abstandsradar, ist jetzt auch noch nicht so lange im Motorrädern verbaut, funktioniert genauso wie beim PKW und kann sogar selbstständig eine leichte Bremsung einleiten. Da muss man halt ein bisschen vorsichtiger sein als beim Auto, weil bei vier Rädern kippt man normalerweise nicht um. Bei einem Zweirad sieht die Sache schon etwas anders aus. Deshalb kann man so ein System dann nicht einfach volle Kanne an die Bremse betätigen lassen, ohne dass der Fahrer das bewusst einleitet. Und das dient natürlich auch eher dem Komfort und lässt sich natürlich auch mit einer konzentrierten Fahrweise erreichen. Nächster Punkt ist der Totwinkelassistent, der
Radar gestützt ist und ähnlich wie beim Abstandsradar gilt und warnt vor seitlich fahrenden Fahrzeugen, dass man eventuell beim Spurwechsel übersehen könnte, auch vielleicht ein Punkt auf der Autobahn. Aber ich denke, dass der Schulterblick bei Motorradfahrern schon auch stärker verbreitet ist als bei Autofahrern, weil wenn man den mal vergisst und fährt rüber und es kommt ein Auto, dann tut es halt direkt weh, während es meistens wenn man im Auto sitzt, es doch nur zu Blechschäden kommt. Dann haben wir verschiedene Fahrmodi. Das sind einfache Einstellungen, wo die Fahrweise sich den Straßenverhältnissen oder der Witterung anpassen kann. Und da ist es dann so, dass sie auch je nach Ausführung auf die Bremse und auf das Fahrwerk sich auswirken. Was meistens immer dabei ist, ist, dass die Kraft, also die Leistung des Motorrads verändert wird, dass ich zum Beispiel im Regen mit einer großen Maschine, die vielleicht 150 PS hat, nur in Anführungszeichen 98 PS zur Verfügung habe, um halt auch den Gegebenheiten angepasst fahren zu können. Das wird halt einfach durch den Knopfdruck automatisch eingestellt und man muss nicht groß drüber nachdenken. Hat man diese Systeme nicht, muss man dementsprechend seine Fahrweise sowieso den Witterungsbedingungen anpassen und etwas vorsichtiger zum Beispiel mit der Gashand oder auf der Bremse sein. Und das nimmt das System einem einfach ab. Also der Sicherheitsgewinn für die, die nicht so konzentriert sind oder einfach sich da helfen lassen möchten, durchaus vorhanden, aber nicht zu vergleichen mit denen am Anfang. Deshalb sind wir ja hier auch eher im Komfortbereich. Blinkendes Bremslicht ist so ähnlich wie beim Auto auch, dass bei einer Vollbremsung das Bremslicht blinkt, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen. Ja, mag in Ausnahmefällen sinnvoll sein, es schadet man zumindest nichts, auch wenn ein Auto eh schon zu dicht aufgefahren ist, dann wird es auch für den Motorradfahrer eng, wenn sein Bremslicht blinkt. Von daher auch schön zu haben, aber nicht unbedingt erforderlich. Nächster Punkt ist die Reifendruckkontrolle, wie man es auch beim Auto kennt, das gibt es beim Motorrad auch. Ist natürlich eine Geschichte, die im Grenzbereich durchaus einen Sicherheitsgewinn haben kann, aber es ist so, dass man das auf dem Motorrad auch eher merkt, wenn der Luftdruck doch stärker abgefallen ist als zum Beispiel im Auto, weil das bei dem Kurvenfahren mit zwei Rädern viel, viel mehr ins Gewicht fällt. Ja, und am Schluss haben wir noch diesen ersten Teil, die Berganfahrhilfe, und die sorgt einfach dafür, dass die Bremse so lange angezogen bleibt, bis man losgefahren ist, was ein Zurückrollen am Berg verhindert. Für ungeübte Motorradfahrer mit Sicherheit eine Hilfe, und von daher wurde die auch in einigen Maschinen eingebaut. Ja, Kurvenlicht, adaptives, also angepasstes Kurvenlicht. Das ist halt einfach so, dass man bei der Kurvenfahrt auch der Scheinwerfer des Motorrads dann mit Motorrades mit in die Kurve einlenkt und einen größeren Bereich der Straße und auch neben der Straße ausleuchtet. Und der Sicherheitsgewinn ist natürlich nur bei Fahrten im Dunkeln, also bei Nachtfahrten, gegeben. Und von daher ist es so, die meisten Motorräder fahren oder Motorradfahrer fahren nicht im Dunkeln. Also ist der Gewinn oder die Notwendigkeit also auch auf einen relativ kleinen Bereich der Biker und Bikerinnen begrenzt oder halt auf einen relativ kleinen Bereich meiner insgesamten Fahrzeiten, die ich auf dem Motorrad zurücklege. Dann die Warnblinkanlage, die auch wie beim Auto funktioniert und durchaus Sinn macht, gibt es noch nicht an jedem Motorrad, ist eigentlich verwunderlich, aber das ist auf jeden Fall ein ganz nützliches Zubehör. Dann gibt es dieses Notrufsystem, und da ist es so, dass ein automatischer Notruf abgesetzt wird, wenn die Sensoren in dem Motorrad etwas feststellen, was einem Sturzunfall nahe kommen kann. Da gibt es auch verschiedene Parameter, die da mit
wirken. Also ein einfaches Umkippen beim Parken wird von dem System normalerweise nicht als Unfall gewertet und von daher kann das eine Alltagssituation schon ein bisschen von einer Unfallsituation unterscheiden und dann wird halt einfach ein Notruf abgesetzt, der dann dementsprechend auch noch den Standort beinhaltet. Ja, Automatikgetriebe gibt es beim Motorrad natürlich auch, allerdings selten und das ist halt ganz einfach ein Punkt, der das Schalten und Kuppeln beim Motorrad überflüssig macht, wo man dann halt praktisch nur noch Gas und Bremse betätigen muss, führt mit Sicherheit nicht zu einer aktiveren Fahrweise, die auf dem Motorrad aber sehr, sehr viel Spaß macht. Von daher gibt es das halt auch nicht allzu häufig, aber es ist technisch machbar. Ja, dann haben wir den Schaltautomat und der ermöglicht das Schalten, egal ob hoch oder runter, ohne zu kuppeln. Und macht durchaus Spaß, weil es halt die Vorgänge noch ein bisschen beschleunigt. Aber das ist auch so ein Punkt, ja, die sind nicht so ganz günstig und bringen normalerweise auch ein bisschen mehr Gewicht mit auf die Maschine. Von daher ist das eine Sache, die in hochpreisigeren Maschinen eingebaut ist. Und gut, wer es braucht, bitteschön. Dann haben wir die elektronische Fahrwerkeinstellung und die dafür sorgt, dass die Federvorspannung und die Dämpfungseigenschaften per Knopfdruck angepasst werden. Und das ist natürlich durchaus hilfreich bei Motorradfahrern und Fahrerinnen, die wechselnde Situationen haben. Also entweder wird das Motorrad von mehreren Personen genutzt, dann macht es also zum Beispiel einem schweren Mann und einer leichteren Frau. Oder auf dem Motorrad wird häufig mit Gepäck gefahren, beziehungsweise mit Sozia. Dann hat man halt die Möglichkeit, ganz schnell die gewünschte Einstellung zu machen, ohne dass man an vielen Rädern drehen muss und ein zeitaufwendiges Unterfangen daraus wird. Also von daher ist das auf jeden Fall ein Punkt für die Menschen, die halt diese wechselnden Situationen haben. Dann haben wir noch die Rückfahrhilfe. Das gibt es bei besonders schweren Motorrädern. Und erleichtert dann das Manövrieren auf dem Parkplatz, wenn man mal vorher sich nicht so viele Gedanken gemacht hat und vielleicht etwas bergab eingeparkt hat, wird dann nachher zugeparkt links und rechts und muss dann möglichst gerade wieder raus. Und wer dann schon mal versucht hat, ein Motorrad, was 350 oder mehr Kilogramm wiegt, zurückzuziehen, der weiß, wovon ich rede. Und diese Rückfahrhilfe, die sorgt dann dafür, dass das mit der Motorkraft passiert. Ja, noch ein kurzer Ausblick auf weitere Assistenzsysteme und da wird im Moment das Thema der Vernetzung der Fahrzeuge untereinander bearbeitet und dabei spielt die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen eine Rolle. Also wir reden jetzt nicht von Gegensprechanlagen, die dazu nützlich sind, sich entweder mit dem oder der Sozia auf dem eigenen Bike zu unterhalten oder halt innerhalb einer Gruppe sich mit den anderen Motorradfahrern in einem Abstand. Die Systeme gehen manchmal schon so bis 600, 700 oder mehr Metern, wo man sich dann halt über den nächsten Tankstopp oder den nächsten Ort für die Pause unterhalten kann, man kann Musik hören, man kann auch telefonieren. Das sind alles Sachen, die hiermit nicht gemeint sind, sondern da geht es wirklich um Kommunikation der Motorräder untereinander, um nachher, was auch von den Autos gibt, Warnungen auszusprechen, Verkehrssituationen besser einschätzen zu können. Und das kann bei dem Bereich der Warnungen schon ein bisschen dazu führen, mögliche Konfliktsituationen zu reduzieren, zum Beispiel im Kreuzungs- oder Einmündungsbereich. Viele dieser modernen Assistenzsysteme, dieser direkt eingreifenden, nutzen ausgefeilte Sensoren zur Bestimmung der Kräfte, die auf das Motorrad einwirken und daraus werden die anderen relevanten Größen abgeleitet und das ist aber an technisch so spezieller Bereich, dass mir dazu auch die Kenntnis fehlt und das mit Sicherheit auch den Rahmen dieser Sendung
sprengen würde. Aber da gibt es halt auch in der Fachliteratur ganz tolle Beiträge. Es ist so bei den Assistenzsystemen, das sollte man auch immer wieder betonen, sie sind nicht als technische Aufforderung gedacht, ein höheres Risiko einzugehen. Die Physik kann man nun mal nicht überlisten. Man kann durch diese Systeme den physikalisch möglichen Bereich besser ausloten, aber auf keinen Fall drüber gehen. Deshalb ist es so, dass das Gegenteil der Fall ist. Sie, also diese Systeme sollen dafür sorgen, dass das Risiko beim Motorradfahren verringert wird. Ja, wie versprochen, zum Schluss der Sendung nochmal einen kurzen Ausblick oder kurzen Einblick zum kurventauglichen ABS. Und ich bin von dieser Erfindung ganz begeistert, weil sie meiner Meinung nach zu dem größten Sicherheitsgewinn in den letzten, ja, man kann schon fast Jahrzehnten geführt hat. Es funktioniert grundsätzlich wie ein Standard-ABS, ist aber zusätzlich anwendbar in starker Schräglage und es verhindert das Aufrichten der Maschine. Also es ist dann so, dass wenn ich in Schräglage bremse, sorgen die physikalischen Rahmenrichtlinien dafür, dass ich das Motorrad oder das Motorrad den unbedingten Willen hat, sich aufzurichten. Und das hat immer ein Verlassen der geplanten Fahrlinie zur Folge. Und der zweite Punkt, der dann noch schlimmer ist, ist ein Wegrutschen der Räder. Und das kommt immer einem Sturz gleich, weil die wenigsten von uns in der Lage sind, wie die Profis auf der Rennstrecke, ständig im Drift, und zwar mit beiden Rädern im Drift, um die Kurven zu fahren. Also das würde ich jetzt mal für die meisten der Alltagsfahrer ausschließen, vor allen Dingen, wenn dieser Grip dann am Vorderrad verloren geht. Und diese Situation, die kann mir auf jedem Motorrad und bei jeder Fahrweise passieren. Also dass ich in einer Schräglage bremsen muss, das ist einfach dem geschuldet, dass wir im öffentlichen Straßenverkehr mit vielen Sachen konfrontiert werden, die ich nicht vorhersehen kann und die ich im Vorfeld auch nicht beeinflussen kann. Und deshalb ist es so, dass beim Kurvenfahren in Schräglage dieses System super schützt und darum wäre es echt klasse, wenn das Kurven-ABS in jedem Fahrzeug verbaut wäre. Wenn man sich jetzt mal die Historie der Assistenzsysteme anschaut, also als die ersten Motorräder mit ABS gefahren sind, das war auch eher bei hochpreisigen Maschinen, das waren Klobe, relativ stark regnende Systeme. Das hat sich in den letzten Jahren dann so verfeinert, dass die Sachen besser geworden sind, kleiner, leichter geworden sind und auch günstiger geworden sind und heute in jedem neuen Motorrad verbaut sind. Ich hoffe und denke auch, dass es beim Kurven-ABS ähnlich ist und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es da vielleicht auch in einigen Jahren diese Richtlinie gibt, dass man bei den Neufahrzeugen nur noch oder dass man Neufahrzeuge nur noch mit diesem System findet. Ja, es gibt in der Fachliteratur viele tolle Beschreibungen, wie Kurven-ABS funktioniert und welche Parameter dabei eine Rolle spielen. Da geht es um Gegenlenk, Impuls, Kreiselkräfte, Reifen, Aufstandspunkt. Also vereinfacht gesagt, hilft das kurventaugliche ABS mir bei einer Schreckbremsung in der Kurve, erstens voll zu bremsen, zweitens nicht in den Gegenverkehr oder über den Straßenrand hinauszukommen und nicht hinzufallen. Jetzt könnte man denken, ja, klasse, kaufe ich mir ein Motorrad, was dieses System hat und dann läuft alles wie von selbst. Aber das ist die falsche Herangehensweise. Es ist so, dass Mann oder Frau sich intensiv mit der Wirkung, Funktionsweise und den Einstellmöglichkeiten von diesem und von allen anderen Assistenzsystemen und Sicherheitsausstattungen der Maschine vertraut machen sollten. Und zwar ist es Pflicht, die Bedienungsanleitung zu lesen oder und eine Einweisung durch den Fachhändler zu bekommen. Und mit dem ABS, insbesondere mit dem
modernen ABS muss man auch im Notfall richtig umgehen können, um den Sicherheitsgewinn auch wirklich zu nutzen. Und die ADAC-Experten empfehlen deshalb, in regelmäßigen Abständen ein passendes Sicherheitstraining zu machen, also nicht unbedingt dieses Grundlagensicherheitstraining, sondern spezielle Trainings, die auf diese Bremssysteme eingehen, wo man dann halt auch lernt, mit diesen Bremssystemen optimal zu reagieren. Und das kann etwas anders sein als die Systeme, beziehungsweise die Bremsweise, die man sich vorher angeeignet hat. Dann gibt es noch ein paar Tipps vom ADAC zu diesem kurventauglichen ABS, was man machen sollte und was nicht. Und da steht als erstes immer dabei, keine Fahr- und Bremsversuche zum Austesten der Systeme auf öffentlichen Straßen. Und dafür sollte man sich wirklich abgesperrte Parkplätze oder halt die Fahrzentren der ADAC oder anderen Anbietern für solche Trainings machen. Und von daher gilt dieser Punkt, dass die Testfahrten da immer auf abgesperrtem Gelände erfolgen sollten. Natürlich kann man auch auf öffentlichen Straßen, wenn man jetzt eine ganz lange Gerade hat, super einsehbar, mal die Bremse testen. Man sollte das ja sowieso, bevor man losfährt, immer mal einen kurzen Bremscheck machen bei geringer Geschwindigkeit, um sicher zu sein, dass der nötige Bremsdruck auch da ist. Also von daher gibt es Sicherheit Ausnahmen, aber grundsätzlich ist es wirklich am sinnvollsten auf abgesperrten Strecken zu testen. Und dann ist es so, dass besonders bei Anfängern die Notsituationen bei den stark reflexartigen Vorderradbremsungen in Schräglage schwierig sein können und man in eine Art Schockstarre verfällt. Und von daher ist es wirklich angeraten, diese Systeme immer ständig mal zu üben. Ich kenne Leute, die fahren Motorräder mit ABS schon seit Jahren und erzählen mir, dass sie noch nie in den Regelbereich gekommen sind. Das ist natürlich schlecht, wenn man dann in der Situation auf einmal in den Regelbereich reinkommt und die etwas älteren Systeme, da hat man das in der Hand gespürt und dann aus Schreck dann die Bremse loslässt. Das verlängert den Bremsweg unheimlich und von daher kann das dann zu einer sehr, sehr gefährlichen Situation führen. Ja, was haben wir noch für Punkte, die der ADAC empfiehlt? Es ist so, dass bei dem Bremsen in Schräglage auch man als geübter Motorradfahrer überlegen kann, also man bremst ja, um irgendwas auszuweichen oder weil man merkt, die Geschwindigkeit ist zu hoch. Außer der Bremsung kann man natürlich auch über eine stärkere Schräglage noch die Kurvenlinie verändern und das ist auch immer ein Mittel der Wahl, weil die meisten Motorradfahrer diese Grenzen, diese physikalischen Grenzen, die auch die Maschine und der Reifen vorgibt, bei weitem nicht ausnutzen. Aber da ist halt immer der Punkt, üben, üben, üben und das ist dann wirklich eine Sache, die immer und überall auch nach jahrelangem Motorradfahren, dass man die immer wieder beherzigen sollte und gerade auch im Frühjahr ständig neu üben sollte. Es gibt noch einige Informationen und Links, die ich rausgesucht habe, weil ich beim Vorbereiten der Sendung gemerkt habe, dass es dass man sich so sehr in das Thema vertiefen kann, dass man Stunden davor verbringen kann, dass es ganz tolle Berichte gibt. Wer da Interesse hat an solchen Beiträgen, der kann sich gerne bei mir melden und dann verschicke ich die Links gerne. Also wie gesagt, auf YouTube wird man dann super fündig. Man gibt dann einfach Assistenzsysteme für Motorrad ein und hat dann auch Videos, die natürlich noch mal anschaulicher sind. Und halt auch Links mit Berichten und Tests. Ja, da kommen wir langsam zum Ende. Ihr habt sicherlich gemerkt bei meinem Vortrag, dass ich ein Fan vom
Kurven-ABS bin und dennoch werde ich jetzt meine Suzuki nicht morgen verkaufen, um mir das aktuelle Modell mit Kurven-ABS zuzulegen, würde ich aber sowieso mit dem Gedanken spielen, mir ein anderes Motorrad zuzulegen, wäre dieses Assistenzsystem auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste der Auswahlkriterien und das wäre noch vor der Marke, der Leistung oder anderen Punkten. Und alle übrigen Helferlein, die ich jetzt hier so vorgestellt habe, die mit Sicherheit noch nicht vollständig waren, wie gesagt, auf die Kommunikationsgeschichte mit den zum Gegensprechen, dann Navigationsgeräte bin ich gar nicht hineingegangen. Das wären dann nochmal Sachen, die noch an Helferlein hinzukommen würden, die auch die viele Motorradfahrer schon nutzen und wie gesagt, da hat jeder auch seine eigene Meinung drüber. Also ich würde alle anderen angesprochenen Systeme eher so in die Kategorie 2 oder 3, also nicht mehr ganz so wichtig einstufen, aber wie das so ist im Motorradleben, das muss jeder oder jede selbst für sich entscheiden und ja, damit darf ich mich für heute von euch verabschieden, bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bedanke mich auch bei meinem lieben Kollegen Nils Kritzler in der Regie und weise gerne noch auf die Sendungen in dieser Woche hin. Wir haben also morgen ab 10.30 Uhr Stretching auf der Matte mit der Petra Hotera. Am Mittwoch zeigt uns Marco Fusaro, wie man Bewegungskurse in Hybridform durchführt, heißt ein Teil der Gruppe ist in Präsenz am Ort des Übungsleiters und so wie man es halt kennt, in der Halle oder im Übungsraum und der andere Teil ist per Internet zugeschaltet und kann ebenso an diesem Kurs teilnehmen. Am Donnerstag führt uns Sigrid Jasenkov in die Welt des Sitzens ein und dann haben wir noch zum Abschluss der Woche eine Finger- und Handgymnastik mit meiner lieben Kollegin, der Sigrid Quint. Und vielleicht schauen Sie ja mal in das ein oder andere Thema rein. Damit darf ich mich für heute verabschieden, wünsche eine ganz tolle Woche und sage bis bald.